Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer erneuten Mario Odyssey Challenge, die es wirklich in sich hat, die man auch mit einem Glitch verbinden muss, um es zu schaffen. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns direkt rein in das Gameplay, rein in die Challenge. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß. So, liebe Leute, da sind wir in der Challenge und zwar fängt das Ganze hier an. Hier beginnt die Challenge mal wieder, eine knackige Mario Odyssey Challenge und jetzt müssen wir uns erstmal Goombas organisieren, weil die Challenge ist es, also an die eine Kanone hinter den Berg. Oh Leute, was ist das denn? Was mache ich denn für einen Scheiß? Erstmal hier hoch, easy cheesy. So, erstmal müssen wir uns Goombas holen und wir nehmen am besten diese hier, die Vierer-Squads hier. Mit diesen Goombas versuchen wir gleich, da oben drauf zu kommen. Beziehungsweise dahinter gibt es eine Kanone und dort ist eigentlich normalerweise das Spiel, es ist unmöglich, dass man da mit einem Goomba hochkommt. Also unmöglich, Leute, aber es soll möglich sein. Beziehungsweise ich habe es im Internet gesehen und ich will das als Challenge ins Leben rufen. Mal wieder eine kleine Odyssey-Challenge, wo ihr, oh, dort ist auch ein Mond. Ja, ich, Leute, der Spielstand ist noch nicht ganz so alt, deswegen habe ich hier vieles noch nicht gemacht. Geht das nicht schneller? Die scheiß Goombas sind so langsam immer. So. Versuchen wir das erstmal da rüberkommen hier. Also ich kenne mich, bei den leichtesten Sprüngen verkacke ich gleich. Aber wie es aussieht. Easy cheesy, Leute. Easy cheesy. So, ihr könnt mir, wie gesagt, immer neue Challenges stellen. Ich bin halt immer ein Freund von solchen Kram. Mir macht das halt richtig Spaß. Und ich möchte das ab und zu gerne hier noch machen. Kann man hier hoch? Guck mal. Zack. Oben. Als wäre nichts los, Leute. Als würden wir fliegen. Also die haben echt so Klebegedöns unter ihren Füßen, glaube ich, die Goombas. Guckt ihr das an? Also die können echt überall hoch. Auf Eis rutschen die nicht, wie ihr wisst. Also das ist auch eine Fähigkeit von den Goombas, dass die auf Eis nicht rutschen. Also wer nochmal sagt, die Goombas seien schwach. Ja, okay, Leute, ich habe das in meiner Top 5 schwächsten Gegner, waren sie Platz 1 sogar. Aber ich sag mal so, sie sind halt schwach, aber trotzdem nützlich so. Das kann die halt sein. So, komm mal hier hoch. Hier soll man irgendwie hochkommen. Irgendwo hier, war das hier in dieser Kante? Wir müssen mal gucken. Das ist halt nicht ganz so einfach, mit diesen Dingern hier hochzukommen. Oder hier sieht das, glaube ich, verdächtig aus. Glaube ich, hier kann man hier hoch. Oh. Ja, Leute, zack. Und oben sind wir. So, und jetzt müssen wir nur ein bisschen weiter. Vielleicht hier einen Sprung. Noch einen Sprung. Genau, und jetzt der Glitch. Genau, Leute, zack. Und jetzt Y-Spam. Jetzt Y-Spam. Wie bekloppt er? Oh Gott, Leute, wird das ein First Try? Ich habe es mir nur einmal reingezogen. Der Channel ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt hier an der Kante. Richtig schön an der Kante. Vorbei. Zack, Leute. Es sieht gut aus. Also wirklich. Also. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich lobe mich gerade mal selbst. Und zwar, jetzt geht's weiter hier hoch. Guckt euch den Goombas an. Einfach 4 Goombas auf einmal. Oh, kommt man hier noch höher? Also guck mal, wir können mit den Goombas hier den ganzen Vulkan... Okay, wir rutschen. Oh, geschafft. Letzter Moment. Wenn man nämlich rausgeht aus den Goombas, das ist ein kleiner Glitch. Wenn man rausgeht und zack, sind wir safe? Ja, wir sind safe. Wenn man hier rausgeht, dann ist das so, dass... also wenn die Goombas rutschen und man dann rausgeht... Und letztendlich dann im letzten Moment die noch kapert und dann Y wie bekloppt das spammt, dann kommt man da sicher raus. Beziehungsweise dann kann man mit Y gespammt irgendwo hochglitschen. Zack. Oh. Oh. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott, was für ein knapper Sprung. Zack. Zack. Oh Gott, hier mache ich lieber kleine Sprünge. Muss dann echt vorsichtig sein. Es ist gerade, fühlt sich gerade schlimmer an, als es ist, glaube ich. Und zwar, das ist die Challenge. Mit den Goombas, also beziehungsweise mit einem Goomba würde schon reichen, hier hochzukommen. An diese Stelle. Ja, Leute, das war die Goomba-Challenge mit am besten der größten Anzahl an Goombas an diese eine Stelle kommen, die ich euch gezeigt habe. Probiert mal, ob ihr einen ganzen Stack Goombas da hoch transportieren könnt. Ich habe es jetzt mehrmals probiert, habe es nicht geschafft. Deswegen beweist mir, dass es geht mit allen Goombas, sprich mit 12 Stück hier aus dem Luncheon Kingdom, mit 12 Goombas. Versucht da mal hochzukommen und schickt mir mal ein Bild bei Twitter und beweist mal, dass das möglich ist. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Challenge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.